Also, komischerweise gesehen ich mich lohn nach meinem Atelier. Bin mir ein Telefon gestellt. Bon, ich bin auf dem Telefon gegangen. Voilà. Du war eine Person vom Kulturministerium von Lützburg am Telefon, und die gesagt hat, effektivement hätten sie mich rausgewählt für Lützburg zu vertreten zu Venedig. Du warst natürlich terribel motiviert, schon direkt meiner Galeristin angerufen, schon auch Kontakt mit dem Kurator abgeholt, für mich um die Arbeit zu bekümmern. Und ich natürlich einen komplett anderen Rhythmus angefangen, wie ich viel drin hatte. Obwohl ich da auch schon ganz regelmäßig geschafft habe. Weil erstens mal habe ich versucht, eben justement eine Arbeit zu machen in der Form von einer Installation, die Sinn hat. Weil ich viel drin habe ich die Idee von der Installation gedurcht, obwohl ich schon am Anfang von den 80er Jahren Objekte an wie soll ich sagen, Zeichnungen am Raum, war doch schon teilweise Installationen waren, gemacht haben, mit anderen abgegeben haben, und daraufhin, durch die Motivation von der Ausstellung zu Venedig, sind ich auf die Idee zurückgekommen. Und da habe ich natürlich darauf Platz geschafft, bis konkret Sachen rauskommen sind. Daraufhin sind ich dann davon ausgegangen, für die zu developieren. Ich hatte natürlich verschiedene Ideen, was ich noch gesagt an den Arbeiten. Natürlich, da sind drei verschiedene Logiken, die ich am Anfang dran bringen. Das ist mir natürlich teilweise gelungen, und teilweise als nach en Suspens blieben, wie dass ich, wie soll ich so, nicht genug Zeit hatte, für die Sachen zu developieren. Also die erste Part, die war dann von die Tigers, fand ich, da sind sie auch haut nach damit d'accord, und ich fand das ein aufgeschlossenen Deal. Die zweite oder Hauptpart, die Politik soll durchstellen, sind ich auch teilweise nach damit d'accord, wie das eine Opposition ist zwischen Geschichte und eben aktueller Zeit, also von demals aus den 90er Jahren, aber das auch par rapport zu der Malerei an meiner Memoir behalten, par rapport zu all den Sachen, die ich gesehen habe, entweder in Wirklichkeit oder durch Kataloge. Natürlich habe ich natürlich mehr eine Tendenz gehabt, wie das in Frankreich mehr war, die Sachen, die ich an den Ausstellungen gesehen habe, in Frankreich irgendwie ich habe da eine Tendenz für die Sachen, die sind mir stimmen mehr noch, wie zum Beispiel die Deutsch seit, die ich natürlich als Lützebüer auch teilweise nach dran habe, und auch durch verschiedene Influenzen von Lützebüer, weil ich schlussendlich 4 Jahre hier zu Lützebüer vor, also am Ganzen. Und ich habe natürlich mitgekriegt, und die sind dann auch teilweise an den venedischen Toilen rumzufahren. Wie ich mit dem Zug gekommen bin, haben wir versucht, direkt als Plätze zu fahren, an verschiedenen Pensionen und Hotels. Ich meine, wir waren ja zu drei, und wir waren noch an drei verschiedenen Löhnen. Das war einmal die praktische Zeit, für sich zu installieren. Ne? Dann haben wir versucht, die Katalogen eben zu verteilen. Wir sind dann mit einem kleinen Caddy mit den Katalogen durch Venedig gegangen, zu Fuß natürlich, wie das mal zu Venedig sind. Das war natürlich ein Bruch, auch ein Kehrer,
am Rücken du den Chamin-Syndrom gewinnen, ne? Für nicht, lass mal so, ich komme effektiv in Paris direkt auf Venedig. Schon eine Woche gebraucht, bis ich mich ein bisschen kalmiert habe und den Rhythmus da mitgemacht habe. Ne? Was ich mich noch kann erinnern, dass das dass wir einmal ein Propos gekriegt haben, für dann am italienischen Pavillon dabei zu sein, eben wo die Hauptausstellung war. Und, ich bin dann eben mit Martin da hingegangen und wir haben uns da geguckt und wir hatten effektiv immer total schockiert, wie wir den Raum gesehen haben, weil wir hatten mehr Toilette wie Raum da war. Und wir wussten nicht, wohin mit den Toiletten. Und das war immens kompliziert, also die Kommunikation von den Leuten, weil das alles so los ist. Und für die Leute dann dabei zu kriegen und so weiter. Aber ich muss so, und ich kann mich erinnern, dass die Strukturen, die dann da notwendig angebaut sind, die ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht an der Vertikalität, mehr ein bisschen schief abgebaut gesehen, für effektiv, weil die Tächte nicht durchgegangen sind. Und noch, wenn ich das aber ein interessanter Approach fand, weil das ist ein bisschen so eine Aktion von Generosität. Enfin, dass, wenn ich einen Maps weisen soll. Ne? Das finde ich dann interessant, fand, was natürlich absolut gut nicht an die Idee gepasst hat, die ich mal gemacht habe. Am Anfang, ja, dass das so bei mir eine Menge anderer habe ich gehen. Mein Konzept, das könnte zum Vorschein kommen. Aber in dem Sinn hat es mir selber etwas beruhigt. Einerseits von der Arbeit hier. Ich hätte natürlich, können, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, viel mehr die Ideen developieren und effektiv mehr, sogar an der Hauptpart die verschiedenen Kontinuen ändern. Natürlich ist es immer noch, wie soll ich sagen, ich sehe das immer noch als Spiel, als Spielerspiel. Und in dem Sinn ist ja alles möglich. Lange die Fee zu Venedig ausgestellt zu haben, hat man natürlich beruhigt, dass ich eine Galerie zu Paris fand und eine Galerie zu Alostorf in der Belgien. Das heißt, in Frankreich und in der Belgien konnte ich da meine Sachen, die ich weiterhin gemacht habe, weisen. Ne?